Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Dead Space. Wir beginnen mit dem Kapitel 7 ins Leere auf dem Abbaudeck. Denn wir haben ja gehört von Dr. Cross, glaube ich, dass alle dorthin gegangen sind. Und deswegen hoffen wir doch mal, dass hier noch irgendjemand am Leben sein wird. So, los geht's. Der Nebel ist schon mal sehr einladend hier. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Du musst ja nicht rumrennen die ganze Zeit. Habe ich auch schon Hammond erzählt, aber mal so als Frage. Wo zur Hölle ist Kendra eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Die ist die ganze Zeit immer bloß hier über Funk zu erreichen. Was schwebt denn hier so alles in der Luft rum, Mensch? Naja, jedenfalls, welcome to the mining deck. Wir freuen uns ganz doll. So, ach schön, hier hinten ist noch was. Belohnt wird, wer aufmerksam durchs Leben schreitet. So, ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Ripper klingen soll. Ich meine, die Waffe ist ganz nett, aber das ist bloß sowas, so mal für nebenbei, so um Spaß zu haben. Ich will lieber was hier für den Plasma-Cutter haben und der ist ja immer noch leer bei uns. Finde ich uncool. So, dann mal rein in die gute Stube. Da hinten steht eine Werkbank rum. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwelche Energieknoten offen haben. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier um, bevor wir da rangehen. Vielleicht ist ja noch irgendwo einer zu erhalten hier. Kann ja sein, dass man zufälligerweise gerade hier einer in der Gegend rumliegt. Ach nee, komm, was soll's. Gehen wir jetzt gleich ran und gucken nach, ob wir noch irgendwas haben, was wir hier... Oh, zwei sogar. Aha. Ja, kommt, dann gehen wir mal wieder aufs Rig und packen hier noch die zwei drauf. Yep. Yep. So, dann brauchen wir bloß noch einen, dann haben wir unsere Trefferpunkte schon mal soweit ausgemaxt. Zu das Ding. So, gucken wir noch mal hier kurz. Das ist Zigaretten. Okay. Warum nicht? So, eine Speicherstation haben wir auch rumstehen. Okay. Dann erstmal fix sammeln. Ja, Dr. Cross hat ja erwähnt, dass alle auf das Abbaudeck geflüchtet sind. Als dann... Was? Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Was soll das denn? Aber hier ist niemand gekommen, oder? Jemand gekommen? Nee. Was war das denn? Wieso bringt ihr so eine Musik hier? Nee, jedenfalls sind die doch alle dahin geflüchtet, als dann Evakuierung angesagt war, als dann ja alles außer Kontrolle geriet. Und deswegen hoffe ich ja, dass wir hier auch mal ein paar Überlebende finden werden unter Umständen. Das wäre uns ja mal sehr zu wünschen, finde ich. Denn bislang haben wir jetzt nicht so viele... Doch, wir haben den Dr. Mercer getroffen. Hey! Da waren wir auch unbedingt, waren wir auch unglaublich scharf drauf. Und wir hatten auch wirklich viel Spaß mit dem Mann. So, gucken wir mal. Stasepack brauchen wir nicht. Energieknoten könnten wir uns vielleicht den einen noch kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Erstmal gucken. Ich verkaufe jetzt erstmal hier ein bisschen Kram. Ach komm, weg damit. So, Strahlmuni, Impulsprojektile. Brennstoffflammenwerfer können wir auch mal verkaufen. Den packe ich eh nicht nochmal aus, den Flammenwerfer. Oh, ich habe wirklich viele Ripper-Klingen. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen mit den Ripper-Klingen arbeiten, mit dem Ripper hier. Okay. Ansonsten haben wir hier hinten bloß noch Energie für die Energiekanone, die Energiekanone selbst und noch zwei andere Waffen. Gut, ja komm, dann kaufen wir jetzt erstmal ein bisschen Plasma-Energie. So ist gut. Und dann kaufen wir uns noch einen Energieknoten. So, haben wir noch 20.000 übrig, falls wir mal wieder irgendwo endlich mal, müsste ja eigentlich mal wieder Zeit sein, ein Schema finden für den nächsten Anzug von Isaac.
Dann haben wir noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, um uns den vielleicht leisten zu können. Aber viel wichtiger ist, wir können jetzt unser Leben aufs Höchste ausweiten hier. So. Zu das Teil. Ach, schön sieht das aus bei Isaac auf dem Rücken. Okay, ist das hier was für uns? Nein. Gut, dann würde ich sagen... Halt. Das hier? Nein. Dann würde ich sagen, speichern wir und dann geht's los hier auf dem Abbaudeck. So. Ja, dann ist jetzt wieder das Kapitel dran. Blub. In Ordnung. So, dann mal den Aufzug gerufen. Und ich ahne Schlimmes. Ich wechsle mal auf die Ripper, weil wir... Was? Bist du in Ordnung, mein Freund? Kann ich dir helfen? Sag was. Schüttel mit dem Kopf, wenn du keine Hilfe willst. Okay. Passt schon. Ach, Moment. Wir können ihn ja mal hier so reinlegen. Nur so zum Spaß. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Mach das, Kendra, mach das. So, wir haben mal wieder was zum Lesen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, es geht euch ziemlich auf den Sack, aber ich habe irgendwie Spaß dran, diese Dinger vorzulesen immer. Attention, USG Ishimura Miners. Always follow mining deck procedures. Keep your rig signed up. Read and understand manuals. Ich finde auch gut, and understand. Ja, man sollte es in der Regel auch verstehen, das ist richtig. Inspect your work area. Never approach active machines. Keep all shields and guards in place. Geht klar, machen wir. Falls wir mal hier arbeiten sollten. Hübscher Handabdruck auch. Wohin? Was? Oh Gott, die Qual der Wahl. Gut, wir sind gerade in der Abteilung Abbau, nehme ich an. Wo müssen wir denn hin? Was sagt denn... Ja, geh mal hier weg, Isaac. Was sagt denn unser Rick? Nach unten sagt unser Rick. Gut, dann gehen wir mal ab in die Wartung. Los geht's. Huh? Oh nein. Oh nein. So ein Spaß. Wuhu. Ja, das gefällt mir. Oh! Spürt meine Klingen. Oh. Was? 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 Hier lebt noch was. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hallo? Nee, okay. Puh, das war jetzt aber unfair. Ihr seid ein paar ganz schöne Arschlöcher, mich hier einfach so im Aufzug zu überfallen. So, das macht man noch nicht. Damit. Ganz ehrlich, Freund, das ist nicht nett. Wo ist denn dein Gesicht? Hm. Egal. Ein Haufen Mist, der hier rumliegt. Arschlöcher. So, ja gut, dann nehmen wir halt mal ein kleines Medipack. Teamwork improves safety. Oh. Say what? Was zum... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist wieder so ein Flattermann. Du Kackvieh. Wow, 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 wow. Komm, bleib mal weg hier. Fuck you! Runter von mir! So, jetzt haben wir Schnauze gehalten. Puh. Blub, blub, blub.
Okay. Ja, es ist gerade hörte, wie da irgendwie rumgeflatscht wird. Da dachte ich mir, es können bloß Flattermänner sein. Deswegen habe ich mich jetzt ganz stark beeilt. Und ich muss sagen... Huch! Was zum... Ich muss sagen, so toll finde ich die Ripper nur auch nicht. Was ist das? Das war intelligent. Weil ich es kann. Und ich hab... Was? Ich habe keine Medipacks mehr? Ist das euer Ernst? Wo sind meine ganzen Medipacks hin? Ich hatte doch noch welche. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Was waren das denn jetzt für Dinger hier? Ich konnte sie gegen die Wand werfen und es ist nichts passiert, aber sobald sie auch nur in die Nähe von mir gekommen sind, haben sie sofort hier... Naja. Muss ich nicht verstehen. Ich hoffe doch, wir kriegen irgendwo noch ein paar Medipacks her hier. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Ja. Idioten, nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruft mal jemand die Security. Ja, okay, da scheint jemand den Durchblick gehabt zu haben mit dem Marker, wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe. Ich habe nur so halb zugehört, muss ich zugeben. Ich bin ja mehr so auf der Suche nach Medipacks gerade, muss ich sagen. Weil mir das mit meiner Gesundheit überhaupt nicht gefällt. Da war das jetzt natürlich auch nicht gerade zuträglich, dass ich da... ja, mit diesen kleinen Minen dort mein Problem hatte. Okay, was soll's. Wir gehen einfach mal weiter in die Ausrüstungswartung. So. Plattformführer erfordert. Wir sind unser eigener Plattformführer. Klappe halten. So, aber der tut uns nichts, oder? Nee. Wir können ihm auch nichts tun, wie es scheint. Gut, dann lassen wir ihn einfach... Halt die Klappe. Dann lassen wir ihn einfach in Frieden noch ein bisschen vor sich hin siechen da an der Wand. So. Aber wir speichern mal, weil das so gut geklappt hatte gerade eben. Und dann geht's auch schon weiter. So. Bring uns mal das Ding hier rüber. So. Schön machst du das, Isaac. Wunderbar. Ich glaube, ich wechsle mal die Waffe. Wir haben ja übrigens jetzt wieder schön Muni für den Plasma-Cutter gekriegt. Ich gehe aber mal auf die Impulsrolle hier, auf den... Impulslaser. Da! Stirb! Noch wer? Oh, what? Oh, Kacke. Ich wechsle doch mal auf den Cutter. Dreh doch mal. So, ab die Scheißdinger. Oh, komm, ernsthaft. Ja, 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 ist ja gut. So, ein bisschen die Ärmchen. What? Noch mehr? Ah, nee, die platzen bloß. Okay. Oh, da ist noch was. So, den ab. Sonst noch einer? So, noch einer. Nein. Gut. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, ob die noch andere Sachen für uns haben fallen lassen. Wäre vielleicht mal ganz schlau gewesen. Aber vielleicht kann ich das jetzt ja noch ablaufen, das Ganze hier. Mach dir mal auf für mich. Hallo? Isaac?